Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deckcheck von Spiel am Wien. Ich bin's euer Patrick, bei mir ist euer Christopher. Guten Morgen. Und weil Halloween das Lieblingsfest von Christopher ist, gibt es heute einen Halloween-thematisierten Modern Deckcheck. Nein, es ist Pioneer, bitte. Pioneer, Entschuldigung. Nämlich ist es Mono Blue Spooky Tempo. Richtig, das ist auszubringen. Ja, ich habe mir jetzt nochmal gefragt, wie hast du das genannt? Also, so heißt's. Und ich würde sagen, fangen wir gleich damit an, oder? Ja, also. Es ist auch ein relevantes Deck, muss man an dieser Stelle sagen. Ja, es ist kein Troll-Deck. Ich trolle einmal nicht. Ja. Du hast es nur Spooky Tempo genannt, damit es thematisch passt. Weil halt Spirits drin sind. Ja, genau. Yes. Passt. Die Landbase ist schön simpel. Mhm. 17 Snow-Covered Islands. Mhm. Ist okay. Snow-Covered, weil du 3 Faceless Haven hast. Genau. Das ist der einzige Grund dahinter. Ja. Und dann noch 2 Otawara Soaring City, weil Bouncy Bounce. Genau, also die meisten Listen spielen nur eines. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil man das Otawara, dadurch, dass das Deck halt eine Mana-Kurve von 1,78 hat, durchschnittlich, nie mehr als 3 Länder braucht, außer wenn du Faceless Haven aktivieren willst. Natürlich, dann brauchst du natürlich 3 plus noch was. kann man sich die 2 Otawara leisten, weil sie einfach im richtigen Spot viel zu gut sind, als dass man darauf verzichten möchte. Das an dieser Stelle zur Mana-Base zu sagen. Der Rest ist selbsterklärend. Du gewinnst gar nicht so oft mit den Faceless Haven. Was sehr gut ist nach einem Wrath, einfach wenn du dann die letzten paar Damage chippen kannst. Mhm. Beziehungsweise einfach wenn du einen Blocker brauchst, vielleicht einmal zusätzlich, damit du, wenn du oben in der Luft angreifen gehst und unten dann noch einen Blocker brauchst. Okay. Gut, dann gehen wir gleich zu den Kreaturen. Da haben wir natürlich viele Geister. Ja. Wir haben wir haben 4 Ascendant Spirit. Da brauchst du auch das Snow sozusagen. Genau, da brauchst du auch das Snow zum Aufrüsten. Der curvt einfach gut in sich selber. 1, 2, 3. Am Schluss aktivierst du gar nicht mehr so oft, weil es einfach reicht, wenn er dann 3-3 ist in der Luft. Mhm. Das ist komplett ausreichend. Ist ein guter Mana-Sink, wenn du mal flattert bist. Ja. Dass du einfach relativ schnell aufrüsten kannst über 2-3 Turns. Mhm. Beziehungsweise über 2 Turns sind es dann, wenn du Mana geflattert bist. Und du musst wenig aufs Board committen. Genau. Und kannst trotzdem nicht, Pressure machen. Nicht viel aufs Board committen, das ist richtig. Ja. Dann ein anderer Einzeldrop sind 4 Mausoleum Wanderer. Genau. Der ist halt. Der Mausi. Mausi ist halt saugut, wenn du mehrere Spirits im Turn spielst, dass du einen fetten Angreifer hast. Plus der Gegner muss unter Anführungszeichen im Sorcery Mode spielen, weil die Chance, dass du was reinflasht, natürlich geringer ist, als wenn du jetzt 3 Kreaturen gespielt hast oder er muss auf irgendeinen Trigger reagieren. Ja. Mausis opfert sich dann weg, damit beispielsweise deine Ascendant Spirits oder andere Kollegen einfach überleben und Damage machen. Ja. Und dann hast du noch 4 Spectral Sailor, die zwar auch ein Einzeldrop sind, aber auf der anderen Seite auch sehr mana-hungrig sein können. Genau. Du holst da einfach dann, wie wir gesagt haben, dasselbe wie mit Ascendant Spirit. Wenn du mana-flooded bist, du hast 1, 2 Sachen an Bord. Spectral Sailor ist einer davon und du ziehst dich einfach ins Deck hinein. Passt. Gut, dann sind wir bei den 2er-Drop. Da haben wir mal 4 Rattle Chains. Genau, ist der eingebaute Hexproof-Counter. Mhm. Ist doppelt und dreifach gut mit Mausoleum Wanderer. Ja. Weil er eben A, Mausoleum Wanderer größer werden lässt und Hexproof gibt. Mhm. B, weil Mausoleum Wanderer in deiner Hand Flash hat auf einmal. Mhm, ja. Ja, weil Rattle Chains eben allen Geistern Flash gibt. Das heißt, der Gegner muss wieder um dieses Rattle Chains-Problem herumspielen, beziehungsweise um das Mausoleum Wanderer-Problem. Bringt halt einen zusätzlichen 2-1er Körper aufs Spielfeld, was du als Sauna-Club-Besitzer natürlich gerne siehst. Mehr Körper. Dementsprechend. Das sind Geister, die sind körperlos. Naja, schon der Körper. also 2-1er Flasher ist halt einfach auch so gut genug an sich. Okay. Dann haben wir 4 Supreme Phantom, weil man schon im 2-Mana-Bereich jetzt einen Lord hat, damit es fair bleibt. Genau, also es ist, mit 1-3 ist er auch gut, hat auch gute Stats, dass er eben nicht sofort an allem stirbt. Ja. Ist natürlich auch wieder extrem gut mit Mausoleum Wanderer, ist natürlich extrem gut mit Rattle Chains. Mhm. Wenn du, wenn der Gegner angreift und du machst dann Surprise Pump fürs komplette Team. Mhm. Ansonsten ist es halt auch eine aggressiv gekostete Karte, eben weil du Agro-Tempo bist. Ne? Ja. Und dann haben wir noch 2 Schenkelgeist. Genau. Schenkelgeist ist eine Karte, es ist Schenkelgeist, du bist Saunabesitzer. Nein, bin ich nicht. Selber schlecht für dich. Möglich. Ich wäre es gerne, kann man viel Geld machen. Schenkelgeist an sich wird in den meisten Decks als Voraufgespielt. Ja.
Ich weiß, die Decks machen natürlich Wind, ja. Haha, Spirit Deck machen Wind. Ich glaube, dass 4 zu viel sind, okay. weil dadurch, dass Shacklegeist an sich halt, du kannst zwar Leute wegtappen, ja. aber ich glaube, als Vorwurf einfach zu viel, ja, und zu wenig. Du hast genug Interaktion mit Mausoleum Wanderer, mit Rattle Chains und mit dem nächsten Herrn dann auch und mit okay. noch anderen Sachen. Ich glaube, 2 reichen. 2 okay. sind ausreichend. Gut, wir haben dann als nächster Herrn ist nämlich 2 Cemetery Illuminator, die ein 3er-Drop aber sind. Genau. Aber dafür natürlich relativ fett sind und alles andere billiger machen. Genau, ich liebe diese Karte noch immer sehr heiß. Mhm. Aber den Friedhof vom Gegner angreifen kannst. Ja. B. Was ich die meiste Zeit mache, ist einfach eine Kreatur fressen, mit einem Rattle Chains on Board alles auf Flash spielen, mhm. nicht? Ja. Kommt sehr schön und irgendwann, solange der am Board bleibt, passiert es halt, dass du einfach alles spielen kannst während des Turns vom Gegner, außer Sorceries, weil du halt Instant hast, etc. etc. Mhm. Und du frisst halt einfach den Graveyard zusammen, was sehr gut sein kann. Ja. Und dann hast du noch 2 Brazen Borer, beziehungsweise 2 Petty Theft, weil da hast du praktisch schon die erste Split-Karte, wo du eben auch, ja, was bouncen kannst, ohne eine Kreatur aufzugeben. Genau. Also du spielst halt zu 99% das Petty Theft. Der Brazen Borer ist dann, wenn du nichts von deiner Hand committen möchtest, wenn du einfach die Hand behalten möchtest, ist der Brazen Borer natürlich sehr gut. Ist ein 3-1er, wird nicht gepusht. Wäre natürlich 1000-mal besser, wenn das ein Spirit wäre. Auf ja. jeden Fall. Wäre halt in jedem Format einfach 1000-mal besser. In jedem Format. Ja. Ist halt leider nicht. Mhm. Ist trotzdem eine sehr starke Karte. Okay. Und dann hast du dich noch für eine Karte entschieden, die ich interessant finde, nämlich du hast einen Glasspool Minimic bzw. einen Glasspool Shore, das heißt, du hättest theoretisch dann noch das 23. Land, aber vor allem hast du halt einen kopiert Dude. Genau, du hast halt kein Phantasmal Image, so wie in Modern beispielsweise. Ja. Ich finde das 23. Land manchmal okay. Okay. Die meiste Zeit kopierst du aber einfach das, was du jetzt gerade brauchst. Ja, das ist sehr oft einfach ein Supreme Phantom, damit du halt die Leute noch dicker machst, das mhm. kann im richtigen Moment der Cemetery Illuminator sein, um einen zusätzlichen Karte aus dem Graveyard zu kriegen. Ja, also dementsprechend einfach eine Karte, die universell einsetzbar ist. Okay, dann sind wir mit den Kreaturen fertig. Du hast noch Enchantments und diese, also immer wenn ein Spiel so anfängt mit Einser-Drop und dann dieses Enchantment drauf, dann ist so, und ich habe jetzt keine sofortige Antwort, dann ist meistens schon ziemlich schlecht. Nämlich 4 Curious Obsession. Einfach das Karte ziehen ist halt. Ja, du greifst halt an. Du willst halt einfach immer angreifen. Es gibt wenig Momente, wo du blocken möchtest oder wo du daheim bleiben möchtest, weil du eben sehr aggressiv bist und theoretisch, wenn du musst, sehr viel aufs Board kriegst. Ja. Dementsprechend musst du deine Hand füttern. Mhm. Das macht Curious Obsession optimal. Mhm. Das Beste, was so sein kann, ist so Mausoleum Wanderer, Curious Obsession drauf, Angriff, leg noch ein Mausoleum Wanderer. Das ist halt, oder leg ein Supreme Phantom hinterher. Ja. Ist verrückt. Ja. Sind einfach verrückte Draws mit wenig Investment. Ja. ja. Oder fast besser Obsession auf Silent Spirit, weil dann kannst du nebenbei noch Pumpen mehr nichts machen. Auch noch, ja. Nice. Dann hast du natürlich auch Counterspells, damit du deine Geister beschützen kannst. Neben Mausoleum Wanderer, du hast 2 Spellpiers, einfach yep. weil sie so billig ja, sind. Genau. Und dann hast du aber noch 4 Geist Lit Snare. Ja, die werden einfach günstiger durch Curious Obsession und durch den Spirit selber. Ah. Ja. Sind die. Für jede, also die machen dich für wenn du einen Geist kontrollierst, wird es 1 günstiger und wenn du ein Enchantment kontrollierst, wird es 1 günstiger. Ah, vielleicht Enchantment auch. Ja. Dementsprechend, weil eben die Thematik von Crimson Vow war bei Blau-Weiß, ja, Spirits ja. plus Enchantments. Ja, ja, dementsprechend hast du ein Mana League. Das ist nice, okay? Das ist sehr gut, ja. Okay, und die letzte Karte ist ein einsames Artefakt, und zwar ein Icon of Ancestry. Genau, das ist halt eigentlich wegen dem Pump-Effekt drin, wegen dem zusätzlichen. Ja. 3 Mana ist halt sehr viel. Kann nach dem Wrath gut sein, dass du eben nach den Spirits weitersuchen kannst. Okay, verstehe. Gut, dann sind wir mit dem Main-Deck durch, dann schauen wir uns das Sideboard an. Ganz kurz zum Sideboard. Ja. Dieses Sideboard, das ich spiele, ist anders als die klassischen Sideboards, einfach aus dem Grund, weil ich gegen die Tempo-Decks nicht verlieren will und dementsprechend größer wäre. Okay. Ja, aber du hast sehr viel Interaktion im Main-Deck schon, mit Mausoleum Wanderer, mit Rattle Chains, etc., etc. Gegen die anderen Tempo-Decks zu spielen, ist aber fürchterlich, deswegen will ich größer werden. Mhm. Ja. Und du verlierst das Mirror einfach nicht mehr. Okay. Ja.
Gut, deswegen hast du einen Dream Shackle Geist. Genau, Dream Shackle Geist ist, hat eben die Möglichkeit, dass du entweder was wegtappst oder etwas, was getappt ist, nicht mehr enttappt. Nicht mehr enttappt, ja. Das ist super wichtig, wenn du gegen irgendwelche fetten Drachen spielst, die dann kommen und einfach das komplette Board blocken. Ja. Da bringt ein Dream Shackle Geist rein. Du blockst einfach, du tappst einfach die Blocker weg, um Planeswalker zu eliminieren. Mhm. Oder das fette Ding, das der Gegner hat, bleibt getappt. Okay. Dann hast du zwei Partition Geist noch. Genau, das ist jetzt der Grund, warum das Deck dicker wird. Mhm. Das ist eben der 3-Mana-Lord. Der ist auch nur drin als 3-Mana-Lord. Ja. Weil die Ability, dass du was aus dem Graveyard rausziehst, irrelevant ist. Okay. Ja, das wäre interessant gewesen mit Lingering Souls, wenn Lingering Souls in dem Block gewesen wäre. Mhm. Weil du dann einfach nichts zahlen würdest. Also du würdest dann ein schwarzes zahlen für Lingering Souls. Ja. Was sehr fein gewesen wäre. Aber haben wir leider nicht reprinted. Ja? Dann müsstest du halt anders spielen. Ja? Genau. Aber dann wäre das ein anderes Deck. Ja. Gut, dann hast du zwei Slip out the Back. Einfach als zusätzliches Veil of Summer, unter Anführungszeichen. Ja. Ich meine, du ziehst keine Karte, aber du fadest raus, plus klickst einen Counter drauf, was sehr oft reicht einfach, ja. Mhm. Dann noch mehr Counter, drei Lofty Denial, genau. Die auch mit lauter Flieger ziemlich gut sind. Ja, also es geht original der Glasspool Mimic, aber der fliegt meistens. Ja. Und der Sand Spirit, wenn er noch nicht gepumpt ist. Sich weiterentwickelt hat. Okay. Dann hast du noch zwei Mystical Dispute, weil... Einfach Control Matchup, blau, jedes Tempo-Deck. Jo. Und noch zwei Disdainful Stroke für die Gegner, die halt fetter sind oder fetter werden wollen. Genau, das sind dann eben diese Midrange-Decks, die Coco-Decks, sowas in die Richtung. Okay. Und die letzten Karte im Sideboard sind drei Soul-Guided Lantern, weil Graveyard... Um zusätzliches Graveyard-Removal zu bekommen. Mhm. Und im schlechteren Fall oder im besseren Fall, wenn du es nicht brauchst, ziehst du einfach eine zusätzliche Karte in dem Spot. Ja. Ja, damit sind wir auch schon wieder durch mit dem Deck. Einerseits ist es natürlich ein Tempo-Deck, es hat deswegen viele Vor-Offs, weil es eine Strategie hat. Andererseits, ja, ist es... Es ist halt schon ein Deck mit viel Interaktion, muss man sagen. Ja, das ist halt immer diese Tempo-Decks, ja. Diese Balance zwischen, ich kann zwar die Free-Wins abfarmen, aber ich kann halt schon Interaction haben, eben durch Mausoleum Wanderer, durch die ganzen, vor allem du hast mit Flash halt irrsinnig viele Optionen noch, wann war ich was spielen, nicht? Timing ist eher das Thema hier als jetzt die harten Decisions, was zu tun ist und eher wann mache ich was. Genau. Ja. That's it. Cool. Sehr schönes Deck. Gut. I like. You like? I like too. I hope you like also. Du kannst gern kommentieren, wenn du likest oder einfach Like drücken. Haha. Ansonsten, Christopher, danke fürs Vorstellen. Euch danke fürs Zuschauen. Könnt ihr gerne auch auf Facebook, Twitter, Instagram erreichen, uns Discord zu beitreten, uns auf Patreon unterstützen. Sonst natürlich im nächsten Video sehen oder im Spiel Wien antreffen und natürlich das Glockensymbol anklicken, damit ihr informiert seid, wenn immer ein neues Video rauskommt. Optimal. Bing. Keine Verlass auf den Mann. Na, optimal. Was? Danke nochmal fürs Zuschauen und ciao, aber. Auf Wiedersehen. Na, optimal.